Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mundaun. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in Großvaters Haus, haben uns hier ein bisschen umgeguckt. Den Schrank hatten wir, glaube ich, schon offen. Stimmt. Dann hat das Spiel nicht komplett gespeichert, als ich beendet habe, sondern eine Minute vorher. Den Schlüssel hatten wir nämlich auch schon. Aber ist ja nicht schlimm. Sind bloß ein paar Sekunden. Wir sind letzte Folge schon einmal hier hochgelaufen. Die Tür war zu. Hier könnten wir den Schlüssel probieren. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Funktioniert leider nicht. Oh, hier könnten wir Wasser herkriegen. Hey, und jetzt sehen wir uns mal. So sehen wir aus. Bisschen trauriger Blick, aber ich kann es verstehen. Oh. Was passiert hier? Wir haben nur ein Auge. Hinter uns ist eine Hand. Hat ein bisschen Schiss, mich rumzudrehen. Oh, Gott sei Dank war nichts. Nee, länger möchte ich nicht in den Spiegel gucken. Da muss erstmal der Angstschiss aus der Hose wieder raus. Wir können leider nicht nach unten gucken. Ich hab's probiert. Schauen wir mal, was er hier so Schönes zu trinken hat. Eine Flasche Wein. Die muss manchmal sein. So. Alles klar, da müssen wir dann nachher nochmal hin. Wir wollten ja zum Grab. Beziehungsweise ist das ja auch unsere Quest. Und hier kriegen wir Wasser her. Aber es läuft keins. Nur das vordere andrehen. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Das würde ich gern benutzen. Geht das? Leider nein. Kommt ja halt aber auch kein Wasser. Hier waren wir ja auch schon drin. Moment. Hat doch gerade noch was angezeigt. War, glaube ich, nur der Lichtschalter. Nö, mehr konnten wir nicht aufnehmen. Na gut. Dann geht's weiter. Ich denke mal fast, der Schlüssel wird unten passen. Außen vom Haus. Stimmt, ja, jetzt wo er es sagt. Ob da der Schlüssel vielleicht passt. Aber ich weiß auch nicht genau. In die Zahlen, kann ich es damit probieren? Nee. Geht nicht, okay. Also wir dürfen es nicht vorher anklicken, sondern mit der Taste E. Probieren. Das musste ich gerade erstmal noch rauskriegen. Na gut, wir kriegen hier keine Tür auf. Da hinten sollen wir dann hin. Hier beim großen Kreuz, da soll es sein. Eine hübsche Nachbarin in der Nähe. Sehr, sehr schade. Dann würde ich sagen, lasst uns mal probieren, ob der Schlüssel passt. Irgendwie komisch mit der Steuerung. Ich kann es euch nicht genau sagen, ob ich zu doof bin. Aber jetzt macht er gar nichts, also scheint es auch nicht zu funktionieren. Leider nein. Aber wir müssen erst das Schloss anwählen und dann den Schlüssel. Ah, alles klar. Hasse quietschende Türen und irgendwas war gerade ganz, ganz komisch.
Irgendein Geräusch, was ist denn das? Ist das Fleisch? Einfach nur ein Müllsack, der rumhängt? Hier haben wir ein Rad. Puspai il madem siami. Io son pigliausen in a combra nera profond sut la tiara. Nigina finiastra. Nigina escia. Vielleicht können wir noch ein Feuer machen. Holz stecken wir erstmal ein. Eine zweite Flasche Wein möchte anscheinend nicht. Hier haben sie eine Brücke gebaut. Ich finde das cool, dass wenn man so länger auf die Bilder guckt, dass das Spiel dann automatisch so ein bisschen reinzoomt. Beim Spiegel gerade hat es mir ehrlich gesagt etwas Angst gemacht. Lass uns mal noch eben da unten in die Hütte gucken. Und dann geht's rüber zum Grab. Bisschen Tabak müssen wir auch noch finden. Dann können wir uns die Pfeife anzündeln. Aber auch keine Menschenseele hier unterwegs. Macht die Stimmung nicht gerade freudiger. So, links geht's zum Friedhof und zur Kirche. Das haben wir schon rausbekommen. Kein gutes Zeichen. Zum Bus müssen wir erstmal nicht. Aber wir kommen auch von hier rein. Und es wird gleich dunkler. Hat sich auch länger niemand drum gekümmert. Man sieht, wie hoch hier die Pflanzen stehen. Wie haben die das Ding hier reingekriegt? Das musst du mir jetzt mal verraten. Achso, hier ist eine Rampe. Ich nehme alles zurück. Entschuldigung. Können wir damit fahren? Ach, da hatten wir doch die Erinnerung. Mit dem Foto. Jetzt noch an. Licht geht an. Kilohertz. Eine Frequenz der Radio. Ich dachte, der Fahrzeugbrief, aber ist er leider nicht. Ah, das ist bestimmt ein Hinweis. 161.3. Wir können natürlich hier leider nicht genau einstellen, wo wir hinwollen. Okay, macht er automatisch. Ah, okay, Zündungsschlüssel. Das heißt, wir können wahrscheinlich früher oder später mit dem Ding hier noch ein bisschen rumballern. Eine kleine Waage dran. Dass wir hier nicht über 3,5 Tonnen kommen. Ansonsten bräuchten wir natürlich einen anderen Führerschein. Noch ein bisschen mehr Holz und noch ein Schlüssel. Ich hoffe doch mal sehr, das ist für hier gedacht. Oh, wir hätten das Licht noch ausmachen können. Das müssen wir noch schnell, sonst ist die Batterie leer. Das geht so natürlich nicht. Wo habe ich denn das angeschalten? Dachte ich mir schon, sah nicht aus wie ein Zündschlüssel hier drüben. Aber vielleicht passt er ja hier. Haben wir keinen Schlüssel gebraucht, muss man bloß von innen öffnen, okay. So viele Fragen noch in meinem Kopf. Ich hoffe mal, dass die sich bald alle klären. Und dass ich nicht an zu vielen Sachen jetzt vorbeirenne, die ich schon längst hätte erledigen können da. Das ist nämlich mein Fachgebiet. Naja, dann machen wir uns einmal auf zum Friedhof. Da unten die Scheune können wir uns später anschauen. Wird auch gerade sehr neblig hier. Beziehungsweise sind es ja die Wolken, weil wir so hoch sind. Hier ist noch eine kleine Hütte. Na, da müssen wir mal noch rein. Hör was, ich weiß nicht, ob es nur Quietschen ist.
Oder ein Wimmern. Das ist aber auch nur ganz, ganz leise. Hier ist nichts weiter. Und hier unten auch nicht. Hat sich nicht unbedingt gelohnt, hierher zu schauen. Haben wir jetzt das Radio angelassen? Das könnte sein, ne? Klingt auch wie ein Radio im Hintergrund. Kommt irgendwo von hier. Was war jetzt? Konnten gerade irgendwas aufnehmen. Das klingt, als würde es von hier hinten kommen. Vielleicht doch oben vom Friedhof, ich weiß es nicht genau. Hier war gerade ein Symbol zum Aufnehmen. Leider ist es weg. Jetzt wieder. La Capotte de Jeremias. Ah. War bloß die Kapelle. Was war jetzt? Il Mondeone di Acovrex con Knife. Con Exception del Spez Jumelins. Sinquels I my knife. Mondeone ist natürlich der Berg. Ich hatte in der ersten Folge gesagt, der Ort. Wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Gibt eventuell auch einen gleichnamigen Ort. Aber ich wollte mich da trotzdem nochmal korrigieren. So, Tunnel, Licht an. Durch den Tunnel. Wohl durch den Tunnel geht's wohin? Zur Brücke und zum Honig. Und hier drüben geht's zur Kapelle und wir haben einen schönen Fernglasstandort. Da wir ein Fernglas gefunden haben und zur Kapelle bzw. zum Friedhof müssen, würde ich mich erstmal für den Weg hier entscheiden. Ich höre Schafe. Mal was Lebendiges. Ach, wäre das schön, mal auf andere Menschen zu treffen. Tiere sind auch schon okay. Aber irgendwas Lebendiges, was uns nicht die Hand verbrennen möchte, wäre ich sehr glücklich drüber. So, hier haben wir die Kapelle. Schauen, ob offen ist. Nicht Risposta. Nochmal. Erst klopfen, dann können wir es probieren. Geht leider nicht auf. Aber da ist jemand drin. Hey, was soll die Schweinerei? Warum machst du die Tür nicht auf? Und warum hast du Holz vorm Fenster? Hat da jemand Angst und sich verbarrikadiert? Wir machen ihm noch mehr Angst. Hier drüben noch ein Fenster? Ja, auch. Ich sehe dich. Hallo. Leider können wir nicht rufen. Schlüssel wird ja nicht passen, sonst wäre das Menü aufgegangen. Dann lassen wir ihn erstmal in Ruhe, wird sich wahrscheinlich früher oder später noch herausstellen, was mit ihm verkehrt läuft. Wir kommen der Stimme immer näher. Aber wir müssen anscheinend doch durch den Tunnel. Ach nein, da unten. Auf Friedhöfen passiert in Spielen immer was Gruseliges. Ich versuche mich schon mal mental darauf einzustellen. Wieso denn das? Geht nicht. Haben leider nur den einen Schlüssel.
Wir springen einfach drüber. Ist leider nicht so gedacht vom Spiel. Ja, und der Jeremy, oder wie auch immer er gerade hieß, hat sich da oben eingeschlossen. Was machen wir denn da jetzt am besten? Anderen Weg gibt es nicht hier rauf, ne? Sieht nicht so aus. Dann würde ich jetzt... Hey, da oben sind Schafe. Oder? Hab keine Brille auf, sorry. Ja, doch. Und da ist sie. Und sie winkt uns. Dann müssen wir aber, glaube ich, doch durch den Tunnel. Aber hier kommen wir nicht mehr hoch. Wir haben uns selber ins Abseits geschossen, würde ich sagen. Wir sind ja hier runtergesprungen. Das gab Schaden. Das ist das Einzige, was gerade noch übrig bleibt. Hier links der Weg runter. Ist schon alles sehr mysteriös hier. Ja, die Schilder brauche ich nicht mehr. Wir kommen zwar dahin, aber wir kommen nicht rein. Kleine Sitzbank. Hinsetzen habe ich gerade nicht so Lust. Gott, und es wird echt immer nebliger. Aber auch hier können wir nicht viel anstellen. Schauen wir eben nochmal hier auf die Hütte. Oder in die Hütte. Moment. Nö, ich wollte eigentlich rein. Da hat jemand einen Schlitten gebaut. Aber ansonsten tatsächlich auch nicht so viel. Aber von hier kommen wir zumindest wieder hoch. So, laufen wir einmal durch den Tunnel, schauen, ob wir mit der Frau da oben sprechen können. Vielleicht verkauft sie uns ja auch ein Schaf oder eine Ziege. Tauschen wir gegen die Pfeife ein. Können wir zumindest ab und zu mal einen Schluck Milch trinken. Komisch. Also in die Kapelle kommen wir definitiv nicht. Da müssen wir aber anscheinend vorher rein, damit er uns den Friedhof aufschließt. Na gut, dann probieren wir es halt über den Weg hier. Ach, hier ist auch zu. Mist, habe ich vor uns gar nicht gesehen. Zum Glück hat da keiner durchgeguckt. Ich hätte mich so erschreckt. Weiß auch keine Sorte Mikrofon. Forse è il collegiausco il meccanismo per aprire la porta. Forse è il collegiausco il meccanismo per aprire la porta. Leider können wir nicht reinsprechen. Uns noch mal ins Inventar gucken. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Zündhölzer. Wir haben eine Pfeife. Wir haben Holz, einen Wein, ein bisschen Kaffee, eine Schüssel, einen Schlüssel. Keine Ahnung, ob das eine Zigarre ist oder was auch immer. Vielleicht auch eine Zündkerze. Sieht mir jetzt alles nicht unbedingt danach aus, als dass wir damit durch das Tor hier kommen würden. Ist halt die Frage, was wir am besten machen. Hier hinten ist noch ein Häuschen. Da ist er. Aber wir kommen halt leider nicht durch. Können wir nur hoffen, dass wir jetzt hier in dem Haus noch was finden. Was uns eventuell etwas weiterhilft. Jemand gruselige Masken gemalt. Oder gebaut, besser gesagt. Hier wird auch bloß wieder Stroh gelagert oder getrocknet.
Haben wir noch ein Schloss? Was ist der Schlüssel hier? Ja! Sehr schön. Noch mehr Kaffee. Und das war's. Verdammt. Ich dachte, wir kommen des Rätsels Lösung etwas näher, wie wir zum Friedhof oder in die Kapelle kommen. Haben wir das jetzt angezündet? Da ist eine Rösterei, da geht's ja. Mach mal vielleicht gleich Kaffee. Und hier haben wir Wasser. Sehr gut. Anstifter sind wir jetzt auch. Tut mir sehr leid, wollte ich gar nicht. Aber hier müssten wir ja jetzt in unsere Schüssel gleich Wasser reinkriegen. Naja, wir beobachten mal, was hier passiert. Und was da passiert, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.